28. März 2020. Ich habe versprochen, einige Online-Lernformate vorzustellen. Und zwar nicht systematisch, sondern exemplarisch. Das heißt, ich habe mir angeschaut, welche Formate ich so erinnere und was man dabei beobachten kann, was für Methoden, was für Formate angewandt werden im Konkreten und was man für Learnings daraus ziehen kann, die auch jetzt noch interessant sind für zukünftige Formate. Das erste, was ich mir angeschaut habe, kommt von 1999, 2000. Es war eine virtuelle Konferenz. Man hat damals immer Virtualität gesagt, virtuelles Lernen, virtuelle Konferenzen, virtuelle Welten etc. Und da erinnere ich mich, wie an viele Sachen, die so lange zurück sind, nicht mehr so ganz konkret dran, habe auch keine Dateien mehr irgendwo bei mir gefunden, aber zum Glück habe ich ein Paper gefunden, was die damalige Macherin Claudia Bremer geschrieben hat und jetzt noch im Netz hat. Ansonsten vom Projekt selbst ist nichts mehr im Netz zu finden, wenn ich das richtig sehe. Claudia Bremer hat das damals maßgeblich vorangetrieben. Es gab mehrere Partner. Ich erinnere mich an Claudia Bremer, die Heinrich-Böll-Stiftung, das DGB-Bildungswerk, damals ausgegangen von Gerd Hurle in Hattingen, der sehr früh, sehr progressiv in diesen Sachen gedacht hat. Und das Thema der Konferenz war das Internet und Politik. Und danach, glaube ich, das Internet und politische Bildung. Wenn ich das richtig sortiert kriege, gab es zwei Konferenzen, eine 1999, eine Anfang 2000. Und ich glaube, dass ich nur bei dieser zweiten dabei war. Da erinnere ich mich auf jeden Fall dran. Die hieß EduPolis. Und sie war vor allem als Diskussion in Form von Textdiskussion angelegt. Das heißt, das Hauptmedium war ein Textforum im Web. Im Web muss man jetzt dazu sagen, war damals gar nicht so selbstverständlich, weil man bis dahin hauptsächlich die Diskussion kannte und die Diskussionsforen kannte aus der Zeit vor dem World Wide Web, als im Usenet die Diskussionsforen sehr, sehr verbreitet waren. Natürlich jetzt nicht in absoluten Zahlen, aber anteilsmäßig war das damals jedenfalls in meiner Erinnerung sehr, sehr wichtig, das Usenet mit den Foren, in denen auch teilweise sehr hoch, wie soll man sagen, differenzierte Diskussionen stattgefunden haben. Ich erinnere mich an eine meiner positiven, großen Erinnerungen ans Usenet. Das ist ein Diskussionsforum gewesen, wo Menschen aus aller Welt in den Star Trek The Next Generation Folgen Fehler in den Dreharbeiten oder Fehler in der Logik aufgelistet und diskutiert haben. Also vielleicht war es etwas nerdig, das Usenet, kann man vielleicht schon sagen. Jetzt der Versuch, dieses Nerdige in eine Online-Konferenz oder eine virtuelle Konferenz zu übertragen, war erstmal, dass man ins Web gegangen ist mit allem, was man hatte, um die Schranken niedriger zu halten, um eine halbwegs vertraute Umgebung zu schaffen. Eine Sache, die man damals immer gesagt hat, war, dass man Medienbrüche vermeidet, dass man also alles in einer Umgebung hat. Das Thema Politik und Internet und politische Bildung und Internet steht so ein bisschen auch prototypisch für was, was man auch heute noch sieht, nämlich dass man häufig bei den ersten Beschäftigungen mit einem Thema in diesem virtuellen, digitalen Online-Formaten sich mit dem Thema selbst beschäftigt. Also die Form ist auch das Thema. Das hat man dann nicht nur bei politischer Bildung gesehen in dem Fall, sondern auch in vielen anderen Bereichen, wo man tatsächlich über Lernen und Internet erstmal Online-Formate gemacht hat, die sich genau mit dieser Frage auch beschäftigt haben. Und das kommt uns häufig, glaube ich, zu selbstverständlich vor. Aber natürlich hätte es auch theoretisch sein können, dass die erste Online-Konferenz sich mit, keine Ahnung, Wetterprognosen beschäftigt hätte oder mit botanischen Themen oder sonst was. Nein, man hat als erstes mal sich mit diesem Thema selbst beschäftigt. Die Methode damals konkreter. Es gab mehrere Diskussionsforen parallel und jede der Diskussionsforen hatte einen Experten und dieser Experte hat mit einem Eingangsstatement begonnen. Das Eingangsstatement war schriftlich einfach dann da. Ich weiß nicht mehr genau, wie lang das war, vielleicht so 2, 3 Seiten, wenn man es ausgedruckt hat. Weiß auch nicht mehr, welches Format das hatte. Gab es schon PDF? Doch, da gab es schon PDF 99. Interessant war, man hat Anmeldegebühr genommen, 50 D-Mark. Im Papier von Claudia Bremer kann man nachlesen, dass dahinter die Überlegung war, dass bei dem ersten Durchführen 1999 sich 300 Leute angemeldet haben, aber dann nur 40 oder 50 aktiv mitgemacht haben. Und man hoffte, dass man dann für diese man hat gedacht, für die anderen 250, die haben wohl nichts davon, also das steht da nicht, aber das nehme ich mal an, das unterstelle ich mal. Deswegen muss man sich den Aufwand mit denen nicht machen, das macht ja administrativen Aufwand, weil man konnte sie nicht einfach so einschreiben oder sowas, sondern man musste halt eine Anmeldung irgendwo hinschicken und da hat man, glaube ich, Zugangsdaten gekriegt.
und konnte dann in Foren mit diskutieren. Das heißt, es war zumindest in dieser zweiten Konferenz auch nicht öffentlich, sondern in einem geschützten Bereich, nur für die Teilnehmer selbst. Man hat sich dann selbst diesen Foren zugeordnet und konnte mitdiskutieren. Es gab auch pro Forum einen Moderator. Unterschiedlich war, ob der Experte noch da geblieben ist oder nicht. In manchen Foren ja, in manchen nicht. Ich habe das später häufig in anderen Veranstaltungen selbst gemacht und immer geguckt, dass der Experte da ist. Das ist tatsächlich ist auch so etwas wie ein Eingangsstatement gibt, aber dann beispielsweise in so einem Diskussionsforum für eine Woche ein Experte zu Gast ist, der da jeden Tag einmal reinguckt und antwortet auf die aktuellen Diskussionsthemen. Das war immer nicht ganz einfach, wenn man die Experten rekrutiert hat, weil man denen nicht genau sagen konnte, wie viel Aufwand das ist, weil man ja nicht voraussagen konnte, wie viel Aufwand tatsächlich entsteht, wie viele Menschen wirklich Sachen an den Experten richten. Ich habe den meisten sowas gesagt wie, naja, du musst auf jeden Fall eine Woche lang jeden Tag da reingucken. Jeden Tag heißt einmal in 24 Stunden. Und es kann sein, dass das 20 Minuten dauert, aber vielleicht dauert das auch eine Stunde. Ich nehme an, dass es bei super fleißigen Experten bei sehr intensiven Diskussionen auch mal mehr gedauert hat. Die Diskussion nahm nicht immer damals Bezug auf dieses Eingangsstatement. Und der Moderator, die Moderatorin hat dann versucht, das auch mal sehr stark zu strukturieren und sagt, so, jetzt wir gucken uns verschiedene Aspekte an, jetzt gucken wir als erstes diesen Aspekt an. Aber das haben die Leute einfach nicht gemacht. Die haben teilweise nicht mal das Eingangsstatement gelesen, glaube ich, und schon losdiskutiert. Das kommt einem vielleicht heute sehr vertraut vor. Ich habe mal 5 Learnings zusammengeschrieben, von denen ich sagen würde, das hat hätte man damals lernen können. Ich würde mal behaupten, wahrscheinlich hat man das jetzt nicht auf einen Schlag 2000 gesehen, sondern das sieht man im Rückblick sehr gut. Und über die Jahre hat man das gelernt. Oder ich würde sagen, ich habe es irgendwann mal gelernt, was heute noch relevant ist. Das erste ist, dass dieses Inhalt und Form zusammenfallen ein ganz typisches Phänomen ist, was wir vielleicht häufig nicht genug reflektieren, was das eigentlich genau heißt. Das zweite ist, die Frage einer Wertschätzung des Lurkers. Ein Lurker ist im Internet jemand, der nur zuschaut oder am Rande steht, sich nicht beteiligt. Man weiß gar nicht, liest er überhaupt mit oder ist der da nur als eingeschriebener Teilnehmer dabei oder sowas. Das kennt man ja auch in, weiß ich nicht, Mailinglisten oder auch in Facebook-Gruppen. Vielleicht heute mal ein Beispiel, was mehr Menschen kennen oder WhatsApp-Gruppen, wo vielleicht 500 Leute in einer Gruppe sind, aber nur 20 sagen irgendwie aktiv was und manchmal auch andere, aber von 400 weiß man gar nicht, ob sie überhaupt jemals irgendwas lesen oder ob sie alles lesen. Und diese Geringschätzung haben wir sehr stark in den Bildungsbereichen noch. Dass wir beispielsweise auch bei Online-Kursen gesagt haben, das ist ein großes Manko, dass beispielsweise sich 1000 Leute für einen Online-Kurs einschreiben und dann überhaupt nur 500 die erste Einheit bearbeiten, 500 gar nicht. Und wir nehmen deswegen immer an, dass die anderen 500 das sozusagen als Scheitern empfinden würden. Aber vielleicht ist es gar nicht so. Vielleicht wollen die tatsächlich nur mal reingucken, reinschnuppern. Das gibt es heute noch in vielen Bereichen. Das ist eine große Frage ist, wie wir online mit diesen Lurkern umgehen, weil online Lurken so viel einfacher ist, weil man ja nicht einen großen Aufwand machen muss, wie, weiß ich nicht, bei einer Konferenz, die in Bochum stattfinden würde, würde man nicht mal eben nur so reingucken können, wenn man nicht gerade in Bochum wohnt. Online ist das viel einfacher, auch bei kleineren Formaten, bei Online-Barcamps. Bei Barcamps sagen wir auch, du kannst zwischendurch in eine Session reingehen und auch wieder rausgehen. Das machen auch manchmal Leute, aber es ist trotzdem immer noch eine Hürde, weil man muss irgendwie schon durch den Raum gehen. Die Leute gucken einen an, man muss durch den Raum wieder rausgehen, wenn man rausgeht. Wenn das Online-Räume sind, dann kann man tatsächlich auch mal ganz schnell nur irgendwo kurz reingucken und schnell wieder raus. Und ich denke, das braucht eine stärkere Akzeptanz häufig noch, dass das eine, solange das andere nicht stört, muss man immer dazu sagen, solange das andere nicht stört, eine vollkommen legitime Form der Teilnahme ist. Drittens, Moderation ist wichtig, gleichzeitig ist sie schwierig. Die Leute machen trotzdem nicht das, was der Moderator, die Moderatorin sagt. Das habe ich auch viele Jahre und Jahrzehnte danach selbst gelernt. Da muss man schon nicht nur ein bisschen, weiß ich nicht, ist nicht so, dass man ein paar Methoden lernt und dann ist das alles ganz einfach, sondern man muss sich darauf einstellen, dass das anders funktioniert mit der Moderation in Online-Formaten, weil es einfach nur begrenzt möglich ist, weil die Leute viel, viel stärker einfach nach ihren eigenen Interessen loslegen und nicht nach dem, was der Moderator sich gedacht hat. Das ist meistens auch keine böse Absicht, sondern einfach Ignoranz im Wortsinne. Die Leute kümmern sich nicht darum oder nehmen es nicht mal wahr, dass es diese Struktur gäbe. Damit sind wir bei viertens. Die Expertenrolle ist schwieriger aufrechtzuerhalten als in der Offline-Welt. Nur weil der Experte da ein Eingangsstatement gegeben hat, heißt es überhaupt nicht, dass die Leute sich darauf beziehen würden in der Diskussion. Und das Eingangsstatement steht da halt so wie alle anderen Statements auch, alles nebeneinander. Und letztes, ich würde sagen, es braucht so einen extra Lernaufwand, um das neue Medium kennenzulernen, was mitgedacht werden muss in der Konzeption. Dazu im nächsten Video nochmal mehr. Soweit im ersten Durchlauf. Das
Projekt hieß Edupolis. Ich verlinke ein Paper von Claudia Bremer dazu.